Heute kommen wir ans Ende unserer kleinen Miniserie der Premium-Kollektionen aus dem Set Paldeas Schicksale. Und zum Abschluss haben wir natürlich die noch fehlende Kollektion mit Bailonda EX dabei. Was natürlich auch hier wieder dabei ist, sind die drei Promokarten mit Quax, Fuentente und dem Bailonda EX, inklusive der überdimensionalen Promokarte. Dazu im Hintergrund dann auch noch 8 Booster-Packs aus dem Set Paldeas Schicksale und der magnetische Kartenhalter. Diesmal dazu passt natürlich im Stil Blau, im Wasserstil. Und da die Bailonda EX-Box für uns die letzte dieser drei Kollektionen ist, hoffe ich, dass wir hier mit der auch nochmal ganz viel Glück haben und ja, vielleicht noch ein paar extra coole Hits hier rausziehen werden. Und los geht's auch schon mit der Bailonda EX-Box. Ich finde ja, dass die hier praktisch eigentlich von den dreien die schönste ist, weil ja, liegt vermutlich an der Farbe. Ja, hier auch mal die Rückseite, damit man die sehen kann. Ja, ich pack's einfach mal aus. Mal schauen, was wir hier so rausbekommen diesmal. Die, ja, wie gesagt, die erste Box, die wir aufgemacht haben, die war ja, ja der absolute Hit, sage ich mal, der absolute Renner. Die zweite Box mit Scalocroc EX, die war dann ja nicht ganz so auf demselben Niveau. Aber wir haben ja jetzt hier noch die dritte und ja, damit können wir, sage ich mal, nochmal drauf hoffen, dass wir hier einen nochmal extra coolen Abschluss rausbekommen. Ja, diesmal starte ich sogar von der Seite und wir fangen an mit den, mit den Promokarten. Wir haben hier gleich mal das kleine Quax, auch sehr viel Holo und Glitzer natürlich auf dieser Karte, das Shiny Quax als Promokarte. Ja, muss man halt auch sagen, bei den Shiny Pokémon hier, also bei den dreien, sieht man den Unterschied jetzt gar nicht so stark. Okay, ja, der Blauton vom Pokémon selber ist halt jetzt nicht mehr wirklich so blau, sondern eher türkisfarben. Ist, sage ich mal, immer etwas schade, wenn die Änderung nur so gering ist. Aber ja, kann man nichts machen, ist halt so. Hier haben wir gleich dann dazu das Fuentente. Ebenfalls wieder als Shiny Promokarte. Und ebenfalls wieder natürlich gleich in einer Hülle drin. Ja, und die dritte, der Star, und die Codekarte, und natürlich hier der Star dieser Box, das Bailonda EX, auch hier wieder extrem viel Glitzer und Holo, man kann vermutlich kaum was davon erkennen von dieser Karte, weil es einfach so stark funkelt alles. Ja, so, und damit haben wir die drei Promokarten hier gleich mal eingepackt. Oben drüber wartet natürlich wie immer die riesengroße, überdimensionale Bailonda EX Promokarten Kopie, sage ich mal, davon. Ja, ist das, was es ist. Was macht ihr eigentlich so mit diesen riesengroßen Karten? Habt ihr da einen bestimmten Verwendungszweck oder ja, was, wie sammelt ihr die am besten? Weil ich habe mir irgendwann mal einfach einen, so einen kleinen Mini-Mappe, so einen kleinen Mini-Ordner besorgt. Ich glaube, von Celebrations. Ist gekommen mit einer Karte, mit einer überdimensionalen Karte von dem fetten Pikachu. Und ja, da sortiere ich einfach mal die ganzen überdimensionalen Karten alle ein und keine Ahnung, was ich dann damit mache. Jetzt sind sie mal drinnen. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal dann den magnetischen Kartenhalter. Und ja, auch hier ist es praktisch genau dasselbe Muster wie auch bei den anderen beiden, bei der grünen und der roten Version. Was ich hier nur etwas schade finde, ist, dass es, auf dem Bild hier sieht man es nicht so gut, weil diese Box hier, was hier ist mit dem ganzen Holofilm und Glitzer und so, das Blau wirkt deutlich dunkler als dann hier auf diesem Kartenhalter und ich finde, mit dem etwas dunkleren Aussehen schaut das doch gleich viel cooler aus. Aber macht nichts, den Kartenhalter legen wir mal zur Seite. Die Promokarten haben wir auch gleich alle hier am Start und jetzt legen wir los mit den Boostern. Darum sind wir ja hier. Ja, Paldeas Schicksale Booster. Wir starten gleich mit dem Shiny Herashai Booster und hoffen natürlich, dass wir hier jetzt nochmal mit der letzten der drei Kollektionen, mit dem dritten der kleinen Miniserie hier, einen super Abschluss nochmal hinbekommen. Wir starten jedenfalls gleich mal passend mit einer Wasserenergie. Dahinter haben wir ein Kamaup, dann ein Schmerbe, ein Zwiebs, hier haben wir ein Sonderbonbon, ein Fragrunz, ein Glutexo, dann haben wir ein Gengar, einmal Nemila von der Traubenakademie,
dahinter versteckt sich der erste Hit des Tages, ein Shiny Schlicktree in der Full Art Version. Davon haben wir jetzt auch schon einige gesehen, sehr coole Karte auch, wie immer. Und dahinter haben wir noch eine, was ist es? Einmal Forschung des Professors. Der nächste Full Art Hit, den wir hier sehen. Ich bin gespannt, ob wir davon oder von Delfinato heute dann noch weitere Exemplare sehen, weil es fühlt sich irgendwie so an, als würden wir die extrem häufig rausziehen hier. Aber das sehen wir ja auch in Kürze. Und was wir auch in Kürze sehen, ist der Release vom neuen Set. Und zwar Gewalt der Zeiten, wo dann eine riesengroße Menge an Pokémon aus der Vergangenheit und Zukunft auf uns zukommen. Und ich freue mich schon riesig drauf. Also ich werde mir da bestimmt einiges besorgen und natürlich auch hier mit euch auspacken. Und wenn es irgendwelche bestimmten Produkte oder Inhalte oder was auch immer gibt, vielleicht sogar einige Decks, an denen ihr interessiert seid, dann lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare und ich schaue mir das natürlich gerne an. Hier haben wir dann gleich darauf ein Buckel, dann nochmal Nemilas Rucksack, den wir auch gerade gezogen haben. Dahinter versteckt sich ein Natu und die seltene Karte ist ein Xatu, passend dazu natürlich. So, und weiter geht's mit dem Grand Forgita Booster hier, mit dem, ja, sieht so, finde ich, ein bisschen aus, als wäre der Hammer dann eher aus Holz. Würde aber natürlich keinen Sinn ergeben, weil es ist ja eigentlich ein Metallhammer, ein Stahlhammer. Ja, okay, hier haben wir wieder eine Wasserenergie, dahinter ein kleines Gruff, ein Felino, ein Flatutu, Zyrokex. Nimmt man auch immer gern. Okay, hier haben wir wieder die technische Maschine Krisenhieb. Die haben wir in der letzten Kollektion, in der Skelokroki-X-Kollektion, einmal nur gesehen. Sonst sehen wir die auch immer eigentlich ziemlich oft, kommt mir vor, diese technische Maschine. Hier haben wir einen Kirlia. Dann wieder ein Zyrokex. Dahinter versteckt sich ein Azugladis. Okay. Und die seltene Karte ist ein Magbrand. So, was haben wir hier noch? Im nächsten Booster wartet bestimmt wieder was Tolles auf uns. Und wir starten mit einer Kampfenergie. Okay, das ist sehr cool. Das haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Hier haben wir ein Knabon. Dann haben wir ein Ferkuli. Ein Tentagra. Okay, haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Ein Lapras. Leval. Wo ich immer noch sehr gerne die Special Illustration Rare Version davon hätte. Die sieht, sage ich einfach mal, ja, ziemlich cool aus. Mit diesem, keine Ahnung, wie man das nennt, ich nenne es mal so Pseudo-Comic-Stil. Sehr cool auf jeden Fall und will ich auf jeden Fall haben irgendwann. Vielleicht sehen wir sie ja heute noch, aber ja, hier haben wir jedenfalls ein kleines Tanzer. Dann haben wir den nächsten Shiny-Hit, ein Pachirisu. Mit rosa Akzentfarben anstelle der üblichen türkisfarbenen. Und dahinter haben wir noch ein Knattertox. Also packe ich natürlich auch sehr gerne ein. Hier der nächste Shiny Hit. Und damit haben wir ungefähr die Hälfte der Booster schon durch. Mal sehen, was wir hier noch so rausbekommen heute. Wir machen weiter mit einer Psychoenergie und auch die haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Hier haben wir ein Fumpy, ein Pikachu, ein Tanzer wieder, dann ein kleines Lumpy, ein Kaokto, einen elektrischen Generator, okay, den haben wir das letzte Mal zweimal gesehen. Hier ein Donphan, ein Magma auf unserem River Slot 1, gefolgt von einem Friedwurf und die seltene Karte in diesem Booster ist ein Raichu. Ja, und weiter geht's mit dem nächsten Booster. So, wir starten hier mit einer Finsternis-Energie. Okay, finde ich sehr cool. Jetzt cyclen wir praktisch durch alle Energien durch. Hier haben wir ein Pikachu, ein Palimpalim, FM, okay, ein Voltrian. Dahinter versteckt sich dann wieder Nemilas Rucksack, den haben wir heute schon ein paar Mal gesehen. Noch ein Kaokto,
Und der nächste Shiny Hit, ein Hopsfrost, diesmal in komplett grün unterwegs und nicht in der regulären Version, wie es sonst wäre, mit eben einem rosa Körper und grüneren Blättern. Diesmal etwas umgedreht, sehr cool auf jeden Fall. Da, oh okay, wir haben, ups, habe ich ja ganz vergessen, wir haben noch zwei Karten und wie schon zu Beginn gesagt, wir werden bestimmt noch ein Schlickdri sehen und jetzt ist es auch wirklich da. Also ja, Schlickdri und auch wie gesagt Delfinator, davon haben wir in diesem Set schon sehr viele Exemplare gesehen und ja, stört mich an sich überhaupt nicht, auch wenn wir diese oft doppelt sehen, weil das ja auch einfach ein sehr cooles Artwork ist. Also ja, immer wieder gerne. Und damit haben wir noch zwei verbleibende Booster. So, und weiter geht's hier mit einer Elektroenergie. Dahinter haben wir ein Maracamba. Dann haben wir ein Wurmball. Ein Alpollo, das erste für heute. Ein Hefel. Dann haben wir ein Fragrunz, ein Lanthorn, einmal einen Nestball, nehme ich auch immer gerne. Hier haben wir ein Mankey, dahinter versteckt sich ein Frospino und die seltene Karte in diesem Booster ist ein Uhafnir EX. Okay, sehr cool, das ist glaube ich sogar das erste, das wir generell aus diesem Set hier rausziehen. Gibt es ja auch dann in der Full Art Version, also ich glaube als Shiny Version, Full Art Version, bilde ich mir zumindest ein. Kann natürlich sein, dass ich mich hier irre. Wenn ich mich täusche, dann lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, ob das ja eben so ist oder nicht. Ja, ich werde es vermutlich auch nach dem Video einfach nachschauen, ob das so ist oder nicht. Aber ja, macht nichts. Hier haben wir jedenfalls eine Pflanzenenergie und es fühlt sich auf jeden Fall so an, als hätten wir tatsächlich jetzt in fast, ich glaube, eine Wasserenergie hatten wir doppelt, aber ansonsten glaube ich nur unterschiedliche Energien. Das finde ich sehr nett, aber ja, hat an sich überhaupt keine Bedeutung. Hier haben wir einmal die Paldea-Schüler wieder von der Traubenakademie, dann ein Maracamba, ein Donphan, dann wieder einen Mondscheinhügel, beziehungsweise der erste für heute. Ja, hier haben wir ein Kamarupt, da haben wir ein Palimpalim. Und dahinter haben wir dann noch ein Natu als unseren nächsten Shiny Hit. Und das ist sogar die letzte Hülle in meinem kleinen Päckchen hier. Was haben wir noch dahinter? Ein Tenterra EX. Okay, dann muss ich dann wohl noch aus dem zweiten Päckchen. Oder ist noch was drin? Nope, das ist leer. Macht nichts, ich war vorbereitet und habe hier noch mehr Hüllen natürlich. Und habe auch was für dieses Tenterra EX hier bereit. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Video das war, aber wir haben vor einiger Zeit, glaube ich, irgendeine Box aufgemacht, wo wir Tenterra, das hier und die Shiny Full Art Version von Tenterra hier gemeinsam drin hatten. Das heißt, von Tenterra EX habe ich jetzt auch eine ganz anständige Auswahl parat, sollte ich das mal für irgendwas verwenden wollen. Und damit sind wir mit den Boostern und ja, mit dieser Box hier für heute durch. Wir haben wieder mal eine recht anständige Ausbeute an Shiny-Pokémon rausbekommen, die obligatorischen Full-Art-Shinies aus diesem Set und dann noch natürlich ein paar Pokémon EX hier. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende und nicht nur von dieser Bylonder EX-Kollektion, sondern von der gesamten Miniserie. Wir haben jetzt Masquerato EX, Scalecrock EX und Bylonder EX alle aufgemacht. Insgesamt würde ich sagen, das beste Ergebnis haben wir definitiv bei der Masquerato EX-Kollektion rausbekommen. Aber auch hier wieder sehr viele Karten, ganz besonders natürlich einige Shiny Pokémon, Pokémon EX und auch nochmal zwei Schlickdri Full Art Karten, von denen bekommt man irgendwie ja gefühlt ja, in jeder Box irgendwie mal was raus, entweder Schlickdri oder Delfinator. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über Likes, Kommentare und Abos. Und falls du die ersten beiden Videos verpasst hast und trotzdem wissen möchtest, was wir so alles rausgezogen haben, dann wäre jetzt die Möglichkeit, sich einfach die beiden anzuschauen. In den kommenden Videos werden wir hier im Idealfall einiges aus dem Set Gewalt der Zeiten auspacken, was dann jetzt eben bald rauskommt. Und ich freue mich schon riesig auf dieses neue Set und wenn ihr auch schon genauso gespannt wie ich seid auf dieses neue Set, dann am besten auch gleich hier dranbleiben. Wir werden bestimmt die eine oder andere Top-Trainer-Box hier aufmachen und uns auch vielleicht sogar ein oder zwei Displays gönnen. Und damit im kommenden Set ja nicht nur ein neues Set rauskommt, sondern auch das gesamte Standardformat rotiert, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir uns ein paar neue Decks austesten. Und ja, wenn ihr auch das sehen wollt,
dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst mich wissen, an was für Decks ihr so interessiert wärt. Und damit ist eigentlich auch schon wieder alles gesagt. Das heißt, viel Glück mit eurem Puls und wir sehen uns wieder im nächsten Video.